Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefernunterricht. Ich möchte kurz über ein Vorferienritual sprechen, das ich in meinen Klassen habe. Ich unterrichte Deutsch und ich spiele mit vielen Klassen vor den Ferien das Werwolfspiel. Das Werwolfspiel ist ein recht einfaches Spiel, das viele Schülerinnen und Schüler schon kennen, seit sie Kinder sind. Es ist so, dass ein Teil der Lerngruppe, das sind Werwölfe, immer wenn es Nacht ist, müssen alle die Augen schließen. Und dann wachen die Werwölfe auf und die Werwölfe, die bringen jemanden von den DorfbewohnerInnen um und die DorfbewohnerInnen versuchen das tagsüber auch zu tun. Sie bringen auch jemanden um und müssen raten, wer die Werwölfe sind. Oft trifft es dann die falsche Person. Jetzt spiele ich das so mit 14- bis 18-jährigen Jugendlichen, die das nicht mehr so als Kinderspiel spielen. Und was ich versuche ist, es geht so um die soziale Dynamik, es geht um psychologisches Wissen oder Verständnis, es geht aber auch um sprachliches, überzeugendes Auftreten und wir erfinden eigentlich neue Rollen dazu. Das heißt, wir haben jetzt mit Klassen beispielsweise eine Rolle erfunden, die geht so, wenn die Person angeklagt wird und andere für sie abstimmen, dann stirbt immer die Person, die sie zum ersten Mal angeklagt hat. Also es kehrt dann eigentlich das Problem um. Oder wir spielen, das ist eine klassische Rolle, mit einem weißen Werwolf. Der weiße Werwolf versucht sich eigentlich an den Werwölfen zu rächen. Der darf da Werwölfe umbringen und kehrt so das Ganze um. Oder wir haben einen Sexworker, eine Sexworkerin im Dorf, die besuchen jeweils unterschiedliche Dorfbewohnerinnen in der Nacht und wenn sie umgebracht worden wären, dann wird niemand umgebracht, weil sie sind ja nicht zu Hause. Aber wenn die Person, bei denen sie gerade ist, wenn die umgebracht wird, dann sterben eigentlich zwei Mitglieder des Dorfes. Und so versuchen wir eigentlich permanent Reflexion zu haben über das Spiel, über die Spielverläufe und das Spiel für die Klasse, für die ganze Gruppe besser zu machen, so dass es nicht ein Werwolfspiel gibt, sondern dass jede Klasse dann eigentlich ihr eigenes Werwolfspiel hat. Was hat das mit dem Fernunterricht zu tun? Ich versuche das nun auch in dieser letzten Schulwoche, in der ich Fernunterricht habe mit einigen Klassen, versuche ich das über Videokonferenz zu machen, über Chat. Und man merkt dann deutlich, die Affordanzen einer Videokonferenz sind andere. Wenn ich versuche, manchmal so eine sehr schnelle Runde zu machen und sage, komm, entscheiden Sie sich, und meine Körpersprache als Spielleiter zeigt schon, wir müssen ein bisschen vorwärts machen, weil die Stunde nur so lange dauert und das Spiel auch nicht lustig ist, wenn es länger als eine halbe Stunde dauert und man sehr oft sehr lang warten muss. Um das Spiel zu beschleunigen, digital versuche ich, neue Formen zu finden und den Chat einzubinden, um auch so Backroom-Chats zu haben. Und da sammle ich jetzt erste Erfahrungen und schreibe dann vielleicht einen Blogpost, wenn ich gute Hinweise habe, wie es funktioniert. Auch da lade ich natürlich die Klassen ein, dass sie mit mir überlegen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und da haben wir schon erste Hinweise gefunden. Wir machen sowas wie ein Chat-Wasserfall, dass alle schreiben bei Abstimmungen einen Namen rein und publizieren das dann gleichzeitig. Dann geht es deutlich schneller. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auch über Anregungen. Aber ich wollte noch kurz etwas sagen, dass ich natürlich weiß, was Among Us ist. Und ich weiß, dass es Werwolf-Apps gibt. Aber weil ich versuche, das Spiel zu individualisieren und neue Rollen zu entwickeln, zu erproben, zu verwerfen. Sehr oft sind es dann auch Figuren aus literarischen Werken, die in diesen Runden vorkommen. Also mit einer Klasse hatte ich einen Blaubart, eine Undine und so weiter. Die kommen dann auch, die haben bestimmte Eigenschaften. Und so versuchen wir das Spiel auch so ein bisschen auf den Unterricht und unsere Insider-Kommunikation zu beziehen. Und das kann mit vorgefertigten Apps, kann das nicht passieren. Among Us ist viel zu actionlastig. Es ist so ein Herumgerenne. Und mir geht es eigentlich darum, dass sich ein Gespräch in der Klasse entwickelt zu diesem Spiel, dass sie sich auch besser kennenlernen, dass über Vertrauen, Misstrauen und Dynamik nachdenken. Wie kann man sich mit jemandem verbinden, wo man der Person vielleicht gar nicht so vertrauen kann. Das sind sehr komplexe Verfahren, wo so eine schnelle Spieldynamik wie bei Among Us nicht besonders hilfreich ist oder nicht sich mit meinem Ziel entdeckt, die ich verfolge. Nochmal, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.